Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Maxine. In dieser Filmbewertung wird es Spoiler geben, die sich auf den Film X beziehen, denn X ist der Vorgänger zu diesem Film. Denn dieser Film ist eine Fortsetzung zu dem Film X. Wenn ihr es so wollt, könnt ihr euch gerne aussuchen. Denn ja, unsere Mia Goss spielt weiterhin Maxine und ja, möchte ihre Hollywood-Karriere vorantreiben und nicht nur diese FSK 18-Filme und so weiter. Nein, sie möchte eine ernst gemeinte Hollywood-Schauspielerin sein und möchte ihre Karriere weiter vorantreiben. Und an der Seite steht ihr Teddy Knight, gespielt von Giancarlo Esposito. Er ist ihr Agent und besorgt ihr schon so einige Castings. Und auch dieses Mal hat er ihr ein Casting organisiert und sie geht dorthin. Und ja, die Jurymitglieder sind durchaus angetan von ihr. Aber sie muss noch ein bisschen warten, bis sie eine Antwort bekommt. Was sie aber nicht weiß, es hat sich jemand an ihre Fersen geheftet. Nämlich ein Privatdetektiv, nämlich John Lambert. Gespielt von Kevin Bacon. Ja, dieser Film hat ein bisschen mehr Starbesetzung als der Film davor. Er hat von seinem Auftraggeber den Auftrag herauszufinden, wo sich Maxine aufhält. Ja, und nicht desto trotz, es gibt noch mehr, denn in dieser Stadt wird auch ein Serientäter, beziehungsweise treibt ein Serientäter sein Unwesen und killt sehr viele Leute und sehr viele junge Mädels, die in Hollywood halt sich rumtreiben. Aber Mia fokussiert sich nur auf ihre Karriere und möchte von links und rechts so gar nichts wissen, sondern hat so ihr straightes Ziel vor Augen, hat zwar hier und da ein paar soziale Kontakte sich mittlerweile aufgebaut, aber im Großen und Ganzen ist sie doch vollkommen auf sich fixiert. Aber ja, das soll nicht allzu lange so bleiben. Ja, so viel dazu. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich finde, der Film ist erheblich schwächer als der Film X. Warum? Was mir an X so gefallen hat, das war so dieser, ja, sag ich jetzt mal, Galgenhumor, böse Humor. Dann, ja, so dieses ganze Setting da auf dieser abgelegenen Ranch, sag ich jetzt mal, mit dem Krokodil und das alles, was immer so ein bisschen Spannung verursacht hat. Das hat ja alles irgendwie Spaß gemacht, aber irgendwie fehlt diesem Film einfach. Obwohl der wirklich schauspielerisch gut gemacht ist und jetzt auch durch Kevin Bacon und Giancarlo Esposito wirklich zwei hervorragende Schauspieler mit an Bord sind, kommt der Film für mich irgendwie so gewollt, aber nicht gekonnt daher. Also der hat mich so komplett gelangweilt. Es gab zwar die ein oder andere coole Szene, wo ich mir gedacht habe, ja cool, aber das war es irgendwie auch schon. Der Film hat irgendwie wirklich nichts Interessantes zu bieten. Wenn man da damals diese Story mit dem alten Ehepaar hatte, das dann da komplett crazy wurde, fehlt es hier irgendwie so an allem. Ja, die Geschichte wird zwar weitererzählt und
hier und da hat man auch so ein paar spannende Momente, aber im Großen und Ganzen ist das ein absoluter Abrutsch im Gegensatz zu dem Film X. Also ich sehe da keine wirkliche Weiterentwicklung von der Story her gesehen. Es wird zwar weiter erzählt, es wird zwar weiter gesponnen, aber ja, es ist einfach nicht das, was ich mir gehofft habe für den Film, weil X hat noch Spaß gemacht, aber hier, nee, es werden halt zwar ein paar Leute umgebracht, es wird zwar hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht, aber das war's. Auch rein optisch hat sich der Film jetzt nicht verschlechtert, aber ja, der Film ist halt irgendwie da. Also nach zwei Drittel des Films hatte ich eigentlich schon, also beziehungsweise nach dem ersten Drittel, wo sich dann so mehr oder weniger herauskristallisiert hat, da wird jetzt nicht wirklich viel mehr kommen. Und auch die Aufklärungen, die da halt so sind, zum letzten Drittel des Films, haben jetzt den Film jetzt auch nicht wirklich besser gemacht. Irgendwie fokussiert sich der Film einfach so auf, dass ja, sie will Hollywood-Schauspielerin werden und kriegt auch dann da das eine oder die eine oder andere Sache da, aber das war's irgendwie. Der Film hat wirklich irgendwie nicht viel zu bieten. Man kann sagen, ja, ein Name mit 3X, das war irgendwie nix. Also, mich hat der Film also absolut nicht angesprochen. Obwohl ich den Film X ja wenigstens noch unterhaltsam fand, ist hier absolut schon die Luft raus gewesen. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, Maxine. Ein Film, der die Fortsetzung zu dem Film X darstellt. Aber irgendwie nichts mehr so wirklich das hat, was den Film X irgendwie unterhaltsam gemacht hat. Der Film geht so komplett an mir vorbei. Der Film macht mir irgendwie so überhaupt gar keinen Spaß mehr. Beziehungsweise so nach einem Drittel, nachdem man merkt, irgendwie, ja, gut, das Einzige, was jetzt noch interessiert, sind noch ein, zwei, drei Details. Aber ansonsten ist der Film für mich dann uninteressant mittlerweile. Und ja, wie gesagt, schauspielerisch ist es noch so mit das Beste, gerade weil Giancarlo Esposito, das ist einfach ein Typ, den kannst du überall reinstecken, der macht seinen Job. Und Kevin Bacon, das ist ja auch ein Filmschauspieler, der auch schon sehr vieles gemacht hat. Aber auch das reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht, um den Film irgendwie cool werden zu lassen. Und ja, damit hat der Film sich auch irgendwie dann auch selbst erledigt. Und somit gebe ich den Film zwischen 2 und 3 Totenköpfen, obwohl es mehr zu 2 als zur 3 tendiert. Also der Film macht nicht mehr wirklich Spaß im Gegensatz zu X. Der Film hat irgendwie so komplett alles verloren, sei es den etwas, ja, kernigen Humor oder sei es auch, ja, ein paar brutale Szenen gibt es da halt zwar, aber nee. Es ist es einfach nicht. Es ist es einfach nicht. Man hat hier einen kompletten Abfall. Ja, das war die Filmbewertung zu dem Film Maxine. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und hier, lasst auch ein Abo da, denn ich möchte noch bis Ende des Jahres die 500 Abonnentenzahl knacken. Ja,
Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.